Glück auf und hallo, herzlich willkommen zur vermutlich letzten aktiven Folge von Command Modern Operations, dem Showcase der SAT Falcon. Mein Name ist Tim oder Redbreaker, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich denke, heute bringen wir dieses Szenario zu einem Abschluss. Eventuell folgt dann halt auch ein Teil Nachbesprechung, wo ich meine Gedanken zu dem Ganzen äußere. Aber ich denke, wir machen heute den Deckel drauf und um das eben nicht zu lang zu ziehen, würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Spiel und legen los. Wunderbar, ihr seht, es hat sich nichts verändert zum letzten Mal und wir werden jetzt heute mit Flight 3303 schon mal einen Angriff planen. Wir haben vier Scalps und das heißt, ich möchte manuell unter anderem dieses Ziel angreifen, das Trainingscamp. Da möchte ich eine Waffe drauf abfeuern. Dann möchte ich glaube, hier war das. Möchte ich hier eine Waffe drauf abfeuern? Und den Rest behalte ich mir erstmal noch kurz im Backup. Wenn unser Casflight hier zurückkommt, dann werden wir mit dem auch noch den Flugplatz angreifen. Und sollten die beiden Angriffe hier aktiv funktionieren, no, hier wurde die andere Waffe auch abgefeuert, plane ich hier noch das Radar zu vernichten. Gehen hier mal auf Läuter, ein bisschen Treibstoff sparen. Das heißt, mit dem Casflight hier möchte ich unter anderem die HQ-12 kämpfen. Die Gainfall. Aber wir werden sie nicht komplett vernichten, aber dann haben wir theoretisch noch eine. Eine Waffe über. Ja, ganz kurz. Was mache ich denn hier? Ich mache das einmal ganz kurz, weil ich mich hier, glaube ich, gerade selber verwirre. Also. Auf die HQ-12 werfen wir, wir können das auch einfach so machen, wir werfen auf die HQ-12 jeweils zwei und auf die KUB jeweils zwei. Dann ist gut. Was ich auf jeden Fall gerne erreichen würde, ist, dass das Trainingscamp Schrott ist und dass sie hier auf dem Flugfeld noch so ein bisschen Schaden machen. Am besten die J-17s noch weiter dezimieren, denn ich denke, das gibt auch ein gewisses Maß Punkte.
Aber so gut es geht, die feindliche Infrastruktur reduzieren. Okay, durch unsere Maschinen hier bekommen wir jetzt zusätzliche Informationen. Hier, die Waffen wurden auch ausgeklinkt. Heißt natürlich, wir sollten jetzt zusehen, dass er sich aus dem Bereich entfernt. Da haben wir wohl getroffen. Das war also ein guter Hit. Und ihr seht hier, 4th Gen Fighter Fight, Fighter Shot Down. Sehr gut, ich lasse das jetzt langsam ablaufen, weil hier jetzt doch relativ viel passieren kann. Aber ich denke, dann geht's gleich für die ganze Bagage nach Hause. Sagt hier, die Punkte werden wir nicht kriegen. Die brauchen hier zu lange. Die werden das nicht. Nicht schaffen. Rechtzeitig da unten ihre Jungs auszuladen. Da müsste ich dann selber nochmal nachgucken, wo ich am Ende so viel Zeit verloren habe. Ja, der Feind versucht, die Bomben abzuschießen. Einer ist, ja, ist ihm das auch gelungen. Bei der anderen auch.
Was mir gerade nicht gefällt, ist, dass die jetzt quasi, um an den Tanker zu kommen, da direkt über den Feind fliegen wollen. Da muss ich auch mal ganz kurz hier. Die haben ja genug Treibstoff. Es ist ja jetzt nicht so, dass die low on fuel wären. Da könnte tatsächlich was durchkommen. Eine wurde getroffen. Die andere auch. Das heißt, wir machen das hier anders, und zwar werden die mit den Scalps die Dings beschießen. Trainingscamp wurde zerstört. Meilen. Der will refuelen. 1400 Meilen. 2000 und ja. Kann ATB gehen. Upsi.
Also muss ich ihm eine neue Homebase, weil dann nervt er mich jetzt. Dass ich da keinen Einfluss drauf habe, das stört mich schon hart. Dann halt so. Den können wir noch launchen. Aber ich denke, das war's dann auch. Er will nicht tanken, aus welchen Gründen auch immer. Sprit hat er hier ja noch. So, stattdessen sagt er, nee, ich habe jetzt eine neue Homebase und da fliege ich hin. Das ist eine, also beim besten Willen, diese Funktion, dass sie die reinge dass ich da keinen Einfluss drauf habe. Das ist so, so nervig. Das ist so wirklich, das setzt dem Ganzen jetzt nochmal. Mal die Kuhn auf. Keine Chance. Ich krieg sie nicht dazu, was anderes zu tun.
Sie müssten nicht diverten, hier ist ein Tanker direkt vor Ihrer Nase. Es weh mir nicht den Kopf, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Alles, was Sie machen, ist RTB gehen. Also ich werfe jetzt die letzten Bomben und dann habe ich so wirklich langsam die Nase voll von dem Szenario. Also hier ist ein Tanker, der hat Sprit, der hat alles. Und sie nutzt ihn nicht. Ich werde jetzt eine Sache nochmal kurz machen. Ich werde nochmal Command neu starten. Bis gleich. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal geladen. Ich versuche tatsächlich nochmal so ein bisschen, was ich machen kann. Aber ich befürchte beinahe, ich werde es nicht ändern können, dass die beiden Jagdmaschinen da unten landen wollen. Es geht mir ein bisschen auf den Puffer. Ich bin aber auch nicht bereit, jetzt hier noch ewig an dem Szenario rumzudoktern. Also ich kann es nicht ändern, weil sie aus irgendeinem Grund diesen Tanker hier nicht. Die wollen da nicht tanken. Warum sie es nicht wollen, ist mir nicht klar. Es ist mir mittlerweile aber auch einfach egal geworden. Es ist mir so richtig egal geworden. Also tatsächlich muss ich ein bisschen sagen, also in seiner Gesamtheit ist dieses Szenario gut, um sich Command abzugewöhnen. Das klingt jetzt erst einmal hart, aber genau so fühlt es sich halt an. Ich lasse sie jetzt einfach nur noch machen. Ich bin dann tatsächlich auch durch. Es reicht dann irgendwann. Eine Waffe wurde getroffen. Also eine Waffe ist durchgekommen, so rum. Ja, gilt hier als Major Defeat, weil wir hier nicht die restlichen Leute. Ich weiß nicht, wo ich so viel Zeit verloren habe. Aber ja, ich habe da einfach Zeit verloren. Was aber ich jetzt auch so ein bisschen aufs Micromanagement schieben werde. Wir werden nicht nochmal, weil heute die Folge, die gehen, glaube ich, jetzt noch nicht so lang. Wir werden jetzt noch keine extra Folge machen, wo wir dann in die Nachbesprechung gehen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ursprünglich gedacht, Mensch, das ist ja so ein richtig cooles Szenario, das macht so richtig Spaß,
Ne, so Long-Range-Strikes ist eigentlich super interessant. Grundsätzlich bin ich da auch dabei und sage, dieses Szenario könnte echt super sein. Ja. Aber der Mission Planner funktioniert einfach nicht, wie er soll. Ja, können wir aber gucken. So, das ist, weil die hier nicht angekommen sind. Ne? Also wir kriegen hier kriegen wir Abzüge, weil, guck mal hier, ja, weil fail to extract civilians, weil wir irgendwo oder ich irgendwo so viel Zeit verloren habe, die herauszukriegen. Ich finde es ein, ja, ich weiß, wie diese Trigger funktionieren, deswegen, okay, die sind halt nicht hier unten ausgeladen worden, aber für mich ist es keine Niederlage. Ich sage, wir haben alle raus, sie haben keine Verluste und das, obwohl der Mission Planner da zwischendurch es uns gar nicht so einfach gemacht hat. Also ich bin tatsächlich unterm Strich von dem Szenario super enttäuscht, wenn ich überlege, wie viel Parts am Anfang nur für die Planung drauf ging, und gebracht hat es gar nichts. Ja. Also gebracht hat es am Ende überhaupt nichts und leider ist es auch so ein bisschen was, was sich in den Showcases bisher, gerne aber doch eure Meinung, durchsetzt. Also die Showcases kränkeln alle daran, dass sie eigentlich keine Showcases sind, sondern Testbeds. Also ich bin ganz ehrlich, keiner der Showcases hat bisher irgendwie das so richtig gut gemacht, was sie eigentlich tun sollen, nämlich einzelne Systeme und Funktionen sowohl von Command als auch von Waffensystemen darzustellen. Jetzt als Beispiel im ersten, dem Queen Elizabeth. Die Queen Elizabeth war nicht der Mittelpunkt des Ganzen. Ja? Die Queen Elizabeth war ein Teil von vielen und sogar mitunter das schwächste Glied in der ganzen Geschichte. Ja? Wodurch sie als Showcase vollkommen untergegangen ist, weil sie super irrelevant für alles war. Ich meine, wir hatten die Kräfte aus Japan, wir hatten zwei US-Carrier Strike Groups mit deutlich mehr Geschichten. Also Queen Elizabeth, die ist da untergegangen. Man hätte es auch einfach Trouble in the South China Sea nennen können und das hätte es besser getroffen, weil das war es am Ende. Ja, es sollten dann noch so chinesische Antischiffswaffen, aber das Ding hieß Queen Elizabeth. Und das hat da schon gar nicht funktioniert. Ne? Und beim zweiten, der Ford-Klasse, das war besser. Ich fand das Szenario auch nicht schlecht, aber wenn man es vernünftig spielt, kommt es gar nicht dazu, dass die Assets, also so Ford Class wäre eher so ein Showcase, ja, hätte man De-Escalation, Showcase De-Escalation nennen können. Ja, dass man einfach sagt, okay, Ziel des Ganzen ist es, deeskalierend die Situation zu lösen. Ja, oder man nennt es Circon or De-Escalation, denn ich denke, das war ja so das nächste Ding, ne? Ist auch da wieder das, was ich mir bei einem Showcase vorstelle. Ja, es drehte sich hier mehr um die Pforte, das ist richtig, die stand wunderbar im Mittelpunkt. Aber in unserem Fall ist ja an sich gar nichts passiert. Ja, wir haben unsere Jungs eingeflogen, die haben den Großteil selber geregelt. Wir haben gesagt, okay, na. Und jetzt hier bei Desert Falcon ist ja der Punkt gewesen, wir benutzen. Wir haben die JASSMs und wir haben die Long-Range-Strike-Geschichten und alles. Die Evakuierung war ja hier quasi nur Mittel zum Zweck. Aber der Strike-Planner funktioniert für so lange Strikes einfach nicht. Also der Mission-Planner fällt hier ganz klar durch, was das angeht, was sehr schade ist, weil ich dieses Ding super gut finde und super praktisch, aber er fällt hier einfach durch. Und die JASSMs. Ich würde ja jetzt sagen, okay, es liegt an mir. Und irgendwo liegt es das auch. Wie gesagt, dass hier die Evakuierung nicht rechtzeitig, da habe ich irgendwo gepennt. Zeit, ja, wir hätten jetzt noch so eine was, Stunde gebraucht. Ja, eine Stunde länger und die wären da unten evakuiert worden und alles hätten wir wahrscheinlich sogar einen Minor Victory oder einen Major Victory davon getragen. Sei es, wie es sei. Ist jetzt nicht und ich ärgere mich auch nicht, das Ding verloren zu haben.
Denn Fakt ist, ich bin so froh, dass dieses Szenario durch ist. Ich wollte es nicht abbrechen, aber ich bin so froh, dass es durch ist. Ich bin einfach müde, was das Ganze angeht. Also, ich habe jetzt schon bevor Release den Key gekriegt für den Icebreaker DLC und wir werden auch in dem Part für morgen einmal in den Icebreaker DLC reingucken. Ich werde aber noch keine Missionsbesprechung so machen, weil ich noch gar nicht weiß, ob wir das Ding spielen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir es erstmal nicht spielen. Ich werde mir für nächste Woche was Leichteres raussuchen, was Entspannteres, weil ich jetzt tatsächlich auf diese Long-Range-Geschichten und so richtig gar keine Lust mehr habe. Ja. Also ich bin aktuell, was dieses Szenario, das hat mich hier ein bisschen gebrochen. Das ist jetzt natürlich auch alles so sehr situativ, subjektiv. Es ist ja jetzt nicht so, dass alles schief gegangen ist. Ganz im Gegenteil, die meisten Sachen konnten wir ja noch irgendwo retten und sie liefen ja auch. Ja. Don't get me wrong. Ja, ich bin insgesamt jetzt nicht mega pissig, sondern ich bin einfach unglücklich, dass dieses Szenario, auf das ich mich so sehr gefreut habe, dass mich das am Ende des Tages so enttäuscht hat. Und dass die Funktion, die sie reingebracht haben, einfach nicht so gut gehen, wie ich mir es erhofft hatte. Ja, ich muss nicht in der Beta spielen. Ja, ich muss jetzt aktuell in der Press Release sein, weil sonst kann ich das Icebreakers nicht aufmachen, aber das ist nochmal was anderes. Aber es sind ja auch Probleme, die sich immer in die Stable mitziehen, weil natürlich arbeiten sie daran. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die mit dem Ding fertig sind, ist das eine super geile Funktion und ihr könnt eure Strikes super planen. Ja, aber und in dem kleinen Szenario, der Thomas Berlin hat es ja auch in dem einen Kommentar geschrieben, bei kleineren Szenarios funktioniert der ziemlich gut. Aber diese Long-Range-Geschichten, da funktioniert der überhaupt nicht zuverlässig. Man hat das hier gesehen. Dieses ganze Refueling und automatische Umpositionieren und sowas, das haut nicht so richtig hin. Und wie gesagt, da wünsche ich mir auch einfach mehr Zugriff drauf. Ich möchte am Ende des Tages entscheiden können, ob die sich einen neuen Airport suchen oder nicht. Die hätten hier dreimal Sprit gehabt, nach Hause zu fliegen, wenn sie an den blöden Tanker gegangen sind. Sind Tanker da? Ja. Ich möchte jetzt auch keinen zu langen Rant machen und sicherlich wird der ein oder andere zu Recht sagen, Mensch, so schlimm war es doch jetzt gar nicht. Oder mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Und be my guest, ey, das ist vollkommen in Ordnung und ihr habt sicherlich auch vollkommen recht. Es ist einfach nur, wie ich mich gerade fühle. Und das teile ich euch hiermit. Also, ne? Meine Meinung über das Szenario ist, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und wollt es mit einem Mission Planner machen, legt es noch ein Jahr an die Seite. Guckt es euch in einem Jahr nochmal an, wenn ganz, ganz viele Patches raus sind. Und dann wird das sicherlich ein richtig gutes Szenario sein, um den Mission Planner und die Long Range Strike Capabilities zu zeigen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, funktioniert auch die Pelletized Munition richtig. Ja, gebt dem Ding einfach noch ein bisschen Zeit zu reifen. Und ja, ich denke, um das Ganze am Ende dann auch abzuschließen, ich denke, Slytherin bzw. Warfare Sims würden sich einen großen Gefallen tun mit weniger ist mehr, was die Showcases angeht. Ich habe das, glaube ich, beim Queen Elizabeth Showcase schon gesagt. Macht es kleiner. Macht es kleiner, macht kleinere Aufgaben, macht leichtere Aufgaben, die dann aber eben diese Sachen wie die Stealth Capabilities der F-35, die JASSMs aus der Pelletized Munition. Die Queen Elizabeth nimmt einen kleineren Konflikt. Eigentlich war das mit der Ford Class schon gut. Nehmt die russische Carrier Strike Group daraus. Nicht Carrier, die russische Strike Group daraus. Oder gebt ihr nicht diese tausenden, in Anführungsstrichen, Zirkonenwaffen. Macht das Ganze kleiner. Fokussiert euch auf ein System und sagt, das möchten wir hier zeigen, das möchten wir im Vordergrund stellen. Dazu möchten wir viel schreiben. Ja, gebt den Leuten Tooltips an die Hand und sagt, ja, hier und dieses Ding. Für mich ist ein Showcase ein Werbespot. Und genau das macht doch daraus.
Nehmt eine kleine handliche Situation, dass sich auch neuere Spieler, die nicht so viel Erfahrung haben, an das Ganze rantrauen und sagen, yo, das traue ich mir zu, das spiele ich. Es war ja bei den Live-Szenarien-Spielern immer schon so, dass die Spieler sich erschlagen gefühlt haben von diesem riesengroßen Ding. Und bei den Showcases hatte ich die Hoffnung, dass sie da was anderes gehen. Da haben sie mit dem Queen Elizabeth, das hat schon, ja, da haben sie auch viel Backenfutter für bekommen im Forum. Mit der Ford Class wurde es besser. Und nehmt solch einen eskalierenden Konflikt wie bei der Showcase Ford Class. Ja, aber macht's kleiner. Lasst den Spieler sich ruhig übermächtig fühlen, weil das ist ja letztendlich auch das, was die Nationen mit diesen Waffensystemen erreichen wollen, dass sie stärker sind. Vom Schwierigkeitsgrad her war das hier gut, es war leicht, es war fast schon zu leicht, aber es war gut. Ja. Hier war es der Mission Planner, der meiner Meinung nach alles kaputt gemacht hat, zusammen mit diesem Verhalten von der KI. Ja. Aber an sich war dieses Szenario gut. Macht es auf kürzere Strecke. Ja, und dann fokussiert euch auf ein System wie die Pelletized Munition und sagt dann zum Beispiel hier, wir haben einen Strike in Tunesien. Meiner persönlichen Meinung nach, wenn man den Mission Planner zeigen will, war das Israel-Szenario deutlich besser, was wir in Command Easy Entry gespielt haben, oder Easy Entry Command, um den Mission Planner zu zeigen. Und wenn man wirklich auf die Pelletized Munition gehen will, dann hätte man alles Mögliche nehmen können. Ja, wie gesagt, Terrorzelle in Tunesien. Man kann es ja auch als Übung deklarieren. Das muss ja nicht immer ein warmer Konflikt sein. Ja, deklariert es als Übung und sagt, naja, während der Übung, wir wollen mit Pelletized Munition arbeiten. Gut, passt doch. Ja, so ein Red Flag oder Green Flag Ding. Ja, nehmt euch sowas. Aus meiner Sicht viel sinnvoller als so ein Ding, was vielleicht beim Playtesting, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier beim Playtesting mit dem Mission Planner funktioniert hat. Und ob es jetzt in Arma ist, in Command ist oder in DCS, wenn eure Mission beim Planen, beim Bauen und beim Testen nicht reibungslos funktioniert, dann kann man sie nicht veröffentlichen, meiner Meinung nach. Also hier, schönes Szenario, gutes Szenario als Showcase, gerade für die Deep Strike-Geschichten, meiner Meinung nach schlecht. Zu früh, funktioniert nicht. Pelletized Munitions, habe ich auch nochmal im Discord geguckt, funktioniert auch nicht. Ist so, finde ich nicht toll. So viel hierzu, morgen gucken wir mal kurz in den Icebreaker rein und dann gucken wir mal, wo wir nächste Woche bei Command weitermachen. Vielleicht in dem Libyen-Szenario, was uns der gute Thomas Berlin in den Kommentaren vorgeschlagen hat. Ich gucke es mir mal an. Und dann hoffe ich, konntet ihr jetzt mit meinem kleinen Rant hier leben. Und ja, ich muss jetzt dann erst nochmal was anderes machen. Bis später. Ich wünsche euch was Gute und tiefe Durchbrüche, sichere Rückräume. Und wie immer sage ich, bis denn dann. Ciao, ciao. Glück auf und hallo. Es ist die Endcard, was soll ich euch sagen? Wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst oder einen Daumen runter, wenn euch was nicht gefallen hat, über Kommentare natürlich, würde ich mich auch immer sehr freuen und ganz speziell über ein Abo. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, drückt die Glocke, ansonsten findet ihr hier weitere Videos, eins vom YouTube-Algorithmus ausgewählt, das andere ist auf jeden Fall Command. Und sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder mit rein. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch was. Bis denn dann. Ciao, ciao.